Und was ist, wenn ich wieder eine schlechte Note schreibe? Das wird schon nicht passieren. Ach, hallo, da seid ihr ja. Jule schreibt heute eine Deutscharbeit und hat ein bisschen Angst. Wollt ihr wissen, ob sie es schafft, keine schlechte Note zu schreiben? Dann bleibt dran. Ach, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das solltet ihr nicht vergessen, denn wir haben die schönen Geschichten für Große und Kleine. Also, bis gleich. Wollen wir Playmobil spielen? Oh ja, Ritter oder Polizei? Lieber Polizei, na komm! Halt mal, Jule, hast du schon die Lernwörter geübt? Ja, hab ich schon gemacht. Wirklich? Du weißt, ihr schreibt morgen wieder ein Lernwörterdiktat? Ja, wie jede Woche. Ich hab geübt. Dann ist gut, dann könnt ihr jetzt spielen gehen. Was haben wir denn jetzt, Mathe? Nee, Deutsch, wir machen doch jetzt das Lernwörterdiktat. Oh Mann, voll doof, ich hasse Lernwörter. Ich finde die immer total einfach. So, holt mal bitte eure Kieserblöcke raus, wir schreiben jetzt unser Diktat. Ach halt, bevor ich es vergesse, notiert euch bitte noch, dass wir nächste Woche eine Deutscharbeit schreiben. Ach, das noch. Ich mag Mathe viel, viel lieber. Wie war es eigentlich heute in der Schule? War ganz gut. Und wie war das Diktat? Auch gut, ich habe ein gutes Gefühl. Das ist schön. Ach, und nächste Woche schreiben wir eine Deutscharbeit. Ach, und weißt du schon, welche Themen darin vorkommen werden? Ja, die Satzarten, die Wortarten und ein Lernwörterdiktat. Das sollte ja kein Problem sein, oder? Kann ich jetzt spielen gehen? So, jetzt gebe ich euch die Diktate von letztem Mittwoch zurück. Denkt bitte daran, dass wir nächste Woche die Deutscharbeit schreiben und nutzt bitte das Wochenende noch einmal, um den Unterrichtsstoff zu wiederholen. Und was hast du für eine Note? Eine 2. Irgendwie habe ich immer eine 2. Ich hätte gerne mal eine 1. Was hast du denn? Ach, ich habe gar nicht geguckt. Komm, lass uns in die Pause gehen. Ich hole nur schnell deine Brotdose von heute früh raus. Dann kann die gleich mit in die Geschirrspülmaschine. Ach, was ist das denn? Habt ihr das Diktat wiederbekommen? Ja, haben wir. Zeig mal. Jule, was ist das denn? Bernd? Nanu, Jule, was ist denn da passiert? Das war ja ein kompletter Ausfall. Wieso? Was hat Jule denn gemacht? Jule hat eine 5 im Diktat geschrieben. Ist das nicht so gut? Naja, das ist sogar nicht nur nicht so gut, das ist sogar eher schon schlecht. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Hast du die Lernwörter nicht geübt? Doch, habe ich, ehrlich. Das sieht aber nicht so aus. Da sind auch Fehler drin bei Wörtern. Die hast du doch sonst immer richtig geschrieben. Buchstabiere doch mal bitte wie. W-I-E. Richtig. Und wieso schreibst du das dann W-I-H? Das ist ja total falsch. Das ist nicht witzig, Julius. Wann sagtest du, schreibst du die Deutscharbeit? Nächste Woche. Aber da müssen wir jetzt üben, üben, üben. Na komm, Jule, lass uns nochmal das Übungsdiktat schreiben. Ist gut, Papa. Also, der bunte Schmetterling klebt die Blüten auf den Bach. Das macht doch gar keinen Sinn, Papa. Na, muss doch auch nicht. Hauptsache, die Lernwörter sind alle drin. Okay, nächster Satz. Der rosa Papa hat breite Hände und einen großen Rücken. Das macht noch mehr Sinn. Und, wie war es diesmal? Nicht besser. 12 Fehler. Das wäre wieder eine 5. Ich kann's einfach nicht.
doch, du kannst das, aber du musst dich auch wirklich konzentrieren. So wie in Mathe. Wenn du rechnest, überlegst du ja auch ganz genau. Das musst du auch hier so machen. Bei jedem Wort genau überlegen. Ob groß oder klein geschrieben, ob eventuell mit zwei M's oder ein H irgendwo reinkommt und so weiter. Jetzt machen wir erstmal Pause. In einer Stunde probieren wir es nochmal. Und wie lief es diesmal? Nicht viel besser. Immerhin eine 4 minus und keine 5. Immerhin. Und diesmal? Diesmal war es eine 3. Oh toll, es wird schon besser. Na siehst du, es wird doch. Jetzt machen wir nochmal Pause. Nachher geht's weiter. Danach wird es bestimmt eine 2. Und war es eine 2? Ich will nichts sagen. War es also keine 2? Nein, das wäre wieder eine 5 gewesen. Ach, Julchen. Dann mach dich bitte mal Bett fertig. Morgen ist wieder Schule. Morgen ist die Deutscharbeit. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ach was, du hast so viel geübt jetzt am Wochenende. Das wird schon, wirst sehen. Und was, wenn nicht? Was, wenn ich wieder eine 5 schreibe? Dann ist das halt so. Außerdem glaube ich das aber nicht. Du hast wirklich so viel geübt, das wird schon werden. Mama, Mama, wir haben die Deutscharbeit wiederbekommen. Und, na sag schon, welche Note hast du? Eine 3. Na siehst du, das ist doch gar nicht so schlecht. Papa, kannst du gleich wieder mit mir ein Diktat schreiben? Wieso denn? Die Deutscharbeit ist doch rum. Aber das nächste Mal will ich eine 2 schaffen. Dann will ich lieber jetzt schon mit den Üben anfangen. Puh, Montag ist es ja wieder soweit. Ja, kaum zu glauben. Dann sind die 6 Wochen auch schon wieder um. Was ist denn an Montag? Na, dann fängt die Schule wieder an. Dann gehe ich in die 2. Klasse. Und, freust du dich? Nicht so wirklich. Ich finde es schade, dass die Ferien dann vorbei sind. Dann siehst du aber endlich deine Freunde wieder. Na komm, gib es zu. Ein bisschen freust du dich doch. Naja, ich freue mich wirklich ein bisschen. Ich freue mich auch, dass Jule wieder in die Schule geht. Und wieso das? Dann kann ich endlich mal alleine mit Mama daheim bleiben. Und Jule kann mich nicht ärgern. Julius, du gehst aber nächste Woche auch wieder in den Kindergarten? Ehrlich, das ist aber blöd. Na, da bin ich ja gespannt, Jule. Ob du noch alles weißt, was du letztes Jahr gelernt hast? Natürlich weiß ich noch alles. Ich lese doch jeden Tag in dem Buch von den Polizeigeschichten. Und was ist mit Rechnen? Helft ihr mir bitte den Tisch decken? Das Essen ist gleich fertig. Jetzt sind wir schon in der 2. Klasse. Jetzt gehören wir nicht mehr zu den Kleinen. Nein, aber wo sind denn die 9 Erstklässler überhaupt? Mama hat gesagt, sie haben erst morgen ihren ersten Schultag. Ach so, na komm, lass uns reingehen. Herr Jung mag es nämlich gar nicht, dass man zu spät kommt. Schön, euch alle wiederzusehen. Habt ihr euch denn gut erholt? Ja! Na, dann wollen wir gleich mal anfangen. Ich teile euch gleich mal den 9-Stunden-Plan aus. Auf den bin ich schon ganz gespannt. Hoffentlich haben wir nicht immer so lange Schule. Und hoffentlich haben wir auch mal die 1. Stunde frei. Dann kann ich endlich mal wieder ausschlafen. So, hat jeder einen? Na, dann können wir ja direkt anfangen. Na, mal sehen, was steht denn jetzt an? Ah, Mathematik. Rechnen. Wollen wir mal sehen, ob ihr noch alle rechnen könnt? Oder ob ihr über die Ferien vielleicht schon alles wieder verlernt habt? Wer möchte von euch denn mal an die Tafel kommen?
Also ich nicht. Ich ganz bestimmt nicht. Ich auch nicht. Jule, komm du doch bitte mal nach vorne zu mir. Okay, wenn's sein muss. Wir fangen erst einmal mit einer einfachen Aufgabe an. Jule, was ist denn 7 plus 8? 7 plus 8 ist... Moment, 7 plus 8 ist... 13. 13? Johannes, du sollst nicht vorsagen. Und dann auch noch was Falsches. Schäm dich. 7 und 8 ist gleich, ich weiß es nicht, Herr Jung. Aber ich weiß es, kann ich es sagen? Einen Moment. Jule weiß es doch bestimmt auch. Na, rechne doch nochmal. Aber ich weiß es wirklich nicht. Mein Kopf ist ganz leer. Okay, Paris. Möchtest du das Ergebnis sagen? 7 plus 8 ergibt 15. Korrekt. Nun, gut, Jule. Dann sag mir mal, was ist denn 14 plus 7? Aber Herr Jung, ich weiß es wirklich nicht. Das ist zu schwer für mich. Zu schwer? Seit wann das denn? Na gut, dann mach mir mal etwas ganz Leichtes. Was ist denn 5 plus 2? Ich habe keine Ahnung. Jule hat das Rechnen verlernt. Jule hat das Rechnen verlernt. Sie hat sich wohl zu gut erholt in den Ferien. Jule kann nicht rechnen. Jule kann nicht rechnen. Na komm, Jule. Versuch es doch wenigstens mal. Jule? 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 Wach auf! Was? Wie? Wo bin ich? Du bist im Bett. Ich glaube, du hattest einen Albtraum. Einen Albtraum? Ja, du hast ganz laut irgendwas gerufen. Sowas wie, hört auf oder so. Genau konnte ich das nicht verstehen. Erinnerst du dich daran, was du geträumt hast? Ja, ich glaube schon, der war schrecklich. Soll ich uns eine heiße Milch machen und du erzählst mir von deinem Traum? Ja, bitte. Habe ich das richtig verstanden? Du standest vor der ganzen Klasse und hattest vergessen, wie man rechnet? Ja, genau. Und die anderen haben mich alle ausgelacht. Das war schlimm. Das glaube ich. Niemand möchte gerne ausgelacht werden. Und die waren noch richtig gemein. Jetzt freue ich mich nicht mehr auf die Schule. Aber das war doch nur ein Traum. Und zwar ein ganz blöder, dummer Traum. Und was ist, wenn ich wirklich das Rechnen verlernt habe? Das verlernt man nicht. Das ist wie Fahrradfahren oder Schwimmen. Wenn man das einmal kann, dann kann man es. Und zwar für immer. Mama, kannst du morgen mit mir wieder ein paar Rechnenaufgaben machen? Na klar, das mache ich. Aber jetzt gehen wir wieder ins Bett und träumen etwas Schönes. Papa, wo ist Mama? Guten Morgen. Ach ja, guten Morgen. Wo ist Mama? Hast du gut geschlafen? Nein, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Bitte sag schon, wo ist Mama? Was ist denn das für eine Hektik hier am frühen Morgen? Mama ist unter der Dusche. Okay, danke. Wo willst du denn so schnell hin? Mama, können wir jetzt? Hast du mich erschreckt? Ist was passiert? Können wir jetzt was? Na, Rechenaufgaben machen. Ach, Jule, ich bin gerade aus der Dusche gekommen. Ich habe noch nicht mal einen Kaffee getrunken. Mach mal langsam, eins nach dem anderen. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Dann geh und frag Papa, ob er mit dir Rechenaufgaben macht. Ach stimmt, das könnte ich ja auch noch machen. Meine Güte, was für eine Hektik. Am frühen Morgen, in den Sommerferien. Wie soll das denn nächste Woche erst werden? Ja, das ist auch alles richtig.
Könnt ihr mal bitte das ganze Papier vom Esstisch nehmen? Ich möchte jetzt den Frühstückstisch decken. Ja, gleich. Nur noch eine Seite Aufgaben. Okay? Nein, nicht okay. Du kannst nachher weiterrechnen. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Was macht Jule denn da? Sie rechnet. Wieso denn das? Die hat da noch Ferien. Das ist eine lange Geschichte. Hilfst du mir beim Tischdecken? Na, Logo. Ja, auch das ist alles richtig. Und jetzt gehen wir mal raus in den Garten. Es ist so schönes Wetter. Okay, ich nehme Papier und Stifte mit. Jule, meinst du nicht, das reicht langsam mit den Rechenaufgaben? Aber ich will ganz sicher sein, dass ich es ganz sicher nicht verlernt habe. Schau dich doch mal um. Hier kann man ja schon gar nicht mehr treten vor lauter Papier mit gelösten Rechenaufgaben. Und alle waren richtig. Meinst du nicht, das ist Beweis genug, dass du es nicht verlernt hast? Ja, vermutlich hast du recht. Also rechnen kannst du noch. Hoffentlich träumst du heute Nacht nicht, dass du nicht mehr lesen kannst. Oh nein, Mama! Kann das passieren, dass ich das träume? Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ich hätte eine Idee, wie du das verhindern könntest. Ach ja, wie denn? Na los, sag schon! Hier, das ist mein Drachenbuch. Lies es mir noch mal vor. Schon wieder? Aber das habe ich dir doch erst gestern vorgelesen. Ja, und das war so schön. Mir gefällt es und dir hilft, dass du keine Angst mehr haben musst, dass du nicht mehr lesen kannst.